Du willst alles, du willst mehr. Du willst alles, was noch nie da war. Du willst Nektar und Ambrosia. Und los geht's, Nektar und Ambrosia, der Podcast, eine neue Folge. Ich habe mich wieder ganz schlecht vorbereitet. Katharina braucht das nicht, denn sie ist ein Improvisationswunder. Hallo, herzlich willkommen. Heute spielt der erste FC gegen unseren chlorreichen SV. Das klingt so ein bisschen wie so eine Fußball. Ach so, weil Ansage. Du so in dein weil du in deinen Kaffee-Dings reinsprichst oder wie du angefangen hast. Wie ich angefangen habe. Ich denke, das ist einfach Nektar und Ambrosia, der Podcast. Heute wieder mit der sensationellen Rubrik, wir geben was bei Google ein, die Vervollständigung lesen wir euch vor. Sehr gut. Und es gibt natürlich auch den Klassiker, auch schmerzhaft vermisst wurde der in der letzten Folge. Es gab Complaints, Beschwerden, dass wir nicht gesagt haben, welchen Beruf wir nicht machen können. Ich meine, irgendwann kommen wir an so einen Punkt, da können wir alle, die letzten 10, die können wir dann noch machen. Ja. Ja, aber gut, ich glaube, da ist noch ein bisschen Platz, so Arktisforscher oder so. Solche Sachen fallen einem noch interessant. Ein. Wieso, hattest du das? Nee. Du wirst dich aber wundern. Ich werde mich wundern. Es ist heute die Kann-Folge, denn wir haben bei Google eingegeben, was man alles so kann. Man muss nichts. Ja, nein. Mit dem altbekannten Swinger-Motto. Alles kann, nichts muss oder alles darf. Wie ist das? Ich glaube, das ist ein Synonym, oder? Im Swinger Club. Beides ist gern gesehen. In Deutschland trotzdem selten. Ich glaube, deswegen sind Swinger Clubs auch so beliebt in Deutschland, weil Kann-Regelungen nicht so häufig vorkommen. Es stimmt, in Deutschland gibt es seltene Kann-Regelungen. Ja. Widerspricht es sich nicht auch in sich, wenn man sagt Kann-Regelung? Das ist auch schon wieder so überdeutsch. Ja. So, ja, da müssen wir eine Regel finden, wie das sein kann. Ja, dann bleibt es halt eine Kann-Regelung von mir aus. Ja, damit könnte ich auch leben. Ja, okay, dann halten wir das so fest. Kann, ja. Ja, das ist ein sehr deutsches Wort. Ja. Doppelhaushälfte, das ist so Brustbeutel. Das ist auch sehr deutsch für mich. Schnupperkurs. Okay, kann man, willst du anfangen? Willst du mit Google anfangen? Willst du erstmal noch off-topic reden? Was möchtest du? Ich will anfangen. Mit Google? Mit Google. Michael googelt, dann let's start. Okay, wir haben eingegeben, kann man, und die erste Ergänzung aus der Sicht von Google war, kann man Eicheln essen? Nee, klar. Ja. Nee, klar, haben sie cool gemacht. Also, nee, frage ich mich auch mehrmals täglich. Wenn du mich jetzt fragst, kann man, sage ich sofort Eicheln essen. Das ist Zwiebel ruckzuck. Deswegen sind wir bei... Die haben sich immer so auf die Schulter gesetzt. Ja. Die hatten alle so blaue Oberarme nach der Show. Und die haben immer diese Ohrhörer riesigen abgenommen. Ohrenhörer. Kann man Eicheln essen? Ich habe den Ohrhörer noch nicht abgenommen. So. Also leider seht ihr uns nicht. War ein bisschen, als würden beide plötzlich Pipi müssen. Ganz, ganz dringend. Oder wie wir hier sagen, die Eins. Weil die Zwei ist das andere. Ja. Ist eigentlich so bescheuert, dass man bei fäkalen Ausdrücken immer so Synonyme findet. Und trotzdem denkt ja jeder das Wort. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, die Eins, denke ich, ja, Pipi. Aber es hat halt keiner gesagt. Verrückt ist, dass sofort jeder weiß, wenn du sagst Zwei, weiß jeder, was gemeint ist. Das ist richtig. Warum? Und jeder denkt es ja auch. Also es ist wie wenn du sagst, Neger darf man nicht mehr sagen. Dann sagt man sowas wie, der mit der schwarzen Haut, der mit der dunkleren Haut, der maximal pigmentierte, der so und so stämmige. Ja. Und mit stämmig meine ich nicht korpulent. In gewissen Regionen. Was? Oh mein Gott. So, willkommen zum Nektar und Rassisten Podcast. Hier mit Katharina und Michael. Worauf wolltest du hinaus? Das ist in eine falsche Richtung gelaufen. Das hat die AfD sich auch gedacht irgendwann. Nee, Moment. So die Gründer irgendwann so. Nein, Gauland, nein, wer hat den da reingelassen? Wie, die hat eine Putzfrau? Höcker hat doch bestimmt irgendwann da gesessen, also, oh. Gut, das war jetzt auch nicht der große Sympath. Aber
aber ich denke, wenn du dann plötzlich dann... ja, aber der war doch noch nicht so hardlinerisch. So ein Hardliner wie so ein Schießhund Gauland mit seiner Dackelkrawatte oder was hat er an? Oh, ich fand den auch schon ätzend. Ja, der war auch schon ätzend, klar, da konnte man schon so vorahnen. Aber ich glaube, er hatte noch so 2, 3 nachvollziehbare Gedanken. Da waren auch 70 bis 80 nicht nachvollziehbare Gedanken, aber 2, 3 waren okay. Und dann irgendwann waren Menschen dabei, bei denen man dachte, okay, er ist da, ich weiß nicht, wie die morgens aus dem Bett kommen, wie die Hosenbeine richtig rum in die Beine in die Richtung in die Hose kriegen und die Schuhe an der richtigen, also bestimmt überall L und R draufstehen, dass die Schuhe am richtigen Fuß sind. So. Aber so Leute machen Politik und wir nicht. Wir machen nur Podcast mit 20 Zuhörern. Ich denke mir ganz oft dann auch, Gott sei Dank mache ich keine Politik. Sachen, die ich niemals machen könnte, Politiker sein. Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, ja. Politiker? Ich glaube, Politiker hatten wir schon. Das hast du eingebildet, dass wir das schon hatten. Wir sollten anfangen, eine Liste zu machen, was wir schon hatten, sonst sagen wir Sachen doppelt. Ihr werdet uns darauf hinweisen. Ich glaube, die AfD ist auch gegründet worden aus dem Grundgedanken. Wie kann das denn das? Ich glaube, sehr viele Dinge werden. Also so geht's nicht mehr hier. Wir sind immer noch in welchem Land? Also wir sind immer noch in meinem Heimatland. Wie kann das denn, dass nicht mehr alles so ist wie vor 40 Jahren? Wie kann das sein? Zeit. It's called Zeit und Wandel. Und Zeitgeist. Menschen, die nachkommen. Du bist auch nicht mehr so alt, wie du vor 40 Jahren warst. Die Teutonen reiten auch nicht mehr auf den Pferden im Wald rum. Wie bitte? Ja. Ach so. Dinge, die ich jetzt erst neu gelernt habe. Ja. Oh, das können wir auch mal machen. Was können wir uns gegenseitig noch beibringen? Das ist auch eine schöne Rubrik. Was können wir uns gegenseitig... Also immer eine Sache, von der wir selber ausgehen, dass der andere sie nicht weiß, die wir ihm noch oder ihr dann halt erklären das, können. Ich weiß, das läuft darauf hinaus, dass ich mir vorher irgendwas anlese, um dich dann... Voll zu beeindrucken. Um dich zu beeindrucken, ja. 1738 sind ja die Buchdrucker auf die Straße gegangen und umgemacht. Also nichts davon stimmt, ich habe einfach irgendwas jetzt zusammengepudelt. Und dann sagt der andere so, wow, danke. Also es muss schon ein bisschen Nutzen haben für den anderen. Jetzt nicht einfach irgendeinen random Fact aus Wikipedia rausklauben. Alles, was ich kann, kann meine Frau auch. Und da ist schon der große Fehler. Ja. Und, nee. Bart wachsen lassen zum Beispiel, kann ich nicht. Ich will dich so hart petzeln gerade. Warum? Du bist wieder so fresh. Danke, dabei habe ich gar nicht geduscht heute Morgen. Ja. So, jetzt kommen wir aber mal zu Google. Ja, den zweiten Begriff. Wir sind ja bei den Eicheln hängen geblieben. Boah. Ist es schlimmer, dass ich sage oder dass du dir direkt darunter was vorstellst? Das ist wie mit Nummer 1. Es geht nicht ohne. Man denkt immer direkt dran. Ja. Ja, bitte. Nummer 2. Okay, kann man rohes Sauerkraut einfrieren? Sag mal, was hast du denn vorher gegoogelt? Gar nichts. Das ist wie wenn meine Mutter mich ruft und sagt, Michael, und ich sag, ich komme rein in das Zimmer, ich sehe, dass sie am Computer sitzt und dann sagt, was hast du gemacht? Und bevor ich das fragen kann, sagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht das Internet gelöscht, indem ich 3 Tastenkürzel aus und sind gleichzeitig gedrückt. Genau. Haben. Oder einfach 5-mal auf die Umschalttaste. Wollten Sie die Einrastfunktion nutzen? Nein, vor allem, man fragt sich, man hat ich bin selber nervös. Deswegen habe ich auf die Tastatur gehauen. 5-mal hintereinander auf dieselbe Taste. Was ich manchmal mich frage, wenn man dann, man kommt ja immer wie an so einen Tatort. Ja. Also zu dem elterlichen Teil an den PC. Ist wie so ein Tatort. Man macht erstmal so eine Bestandsaufnahme, ne? Und manchmal denkt man so, wie zur Hölle haben die das geschafft? So. Und dann sitzen sie immer daneben vollkommen ratlos. Ich hab nix. Also ich habe nur nicht mal die Tasten berührt. Ja. Ich bin ja erst in den Raum reingekommen und als ich schon auf den PC blickte, sind Dinge passiert. Ja, die sonst nicht passieren. So irgendwas ist rangezoomt. Wo du nie wusstest, dass du da in dem Programm überhaupt zoomen kannst. Ja, und so, genau. Schön fand ich von einer sehr guten Freundin, der Vater hat ja mal mir eine sehr lustige, krude Nachricht geschrieben auf Facebook, die so ungefähr Virus. Und ich so, was kann ich dir irgendwie helfen? Und dann sage ich so, ja, ist irgendwas passiert bei dir? Und er wollte mir dann mit ganz schwierigen Mitteln erklären, dass wohl irgendwie sein Computer gehackt wurde oder irgendwas passiert ist, bis sich rausstellte, er hatte die Tastatur von Deutsch auf Englisch gestellt.
Also die Tastenzuordnung war nicht mehr korrekt. Und dann da war ich über mich selbst erstaunt, weil ich das ja eigentlich überhaupt, ich kenne mich wirklich nicht gut mit PCs aus. Und dann habe ich ihm quasi per Ferndiagnose gesagt, dass sich das alles so liest, als gäbe es keine Ö, Ü und Ä Umlaute mehr. Und er wohl da irgendwie die englische Tastatur eingestellt hatte. Und das war's. Das war's. Ich habe was gelöst. Berufe, die du machen könntest, Telekom-Service-Mitarbeiter. Oder Scheiß? Nee, null, zero. Aber das war schon mal... Ja, aber das war ein Fall von vielen. Also wie oft saß ich auch schon mit Leuten davor und habe so keine Ahnung, was hier passiert ist. So, jetzt komm mal zurück, ey. So viel Off-Topic heute, das gibt's ja gar nicht. Also nach kann man rohes Sauerkraut einfrieren, kommt direkt, klar, was sonst, kann man Rohesser einfrieren? Ey, das ist doch das saarländische Google, ey. Das ist doch nicht ein normales Google. Kann man sich Fleischkäse wünschen von der Fee, von der Maggi-Fee? Gibt es Fleischkäse auf irgendeine Weise auch kostenlos? Wenn ich sehr klein bin, kriege ich dann Kinderportionen Fleischkäse umsonst im Globus? Fleischkäse-Coupon. Fleischkäse ist ein Grundrecht im Saarland. Also wenn mal irgendwann Krieg ausbricht und ihr müsst so Marken haben, dann gibt es bestimmt einzelne Fleischkäse-Wegmarken. Ja. Das glaube ich. Wir machen auch alle anderen Luxussachen machen drumherum zu und werden auch alle Fleischkäse-Wegverkäufer. Ja. Ist auch vollkommen unterschätzt, Fleischkäse. Das stimmt, es ist ja auch was ich esse, obwohl ich weder Wurst noch sonst irgendwas, aber das esse ich. Okay, was steht sonst noch so bei Juul? Kann man Gold essen? Was? Was? Das ist halt, weißt du, wenn ich mir gerade Eicheln im Wald sammeln war und ich mir ein Sauerkraut aus dem Tiefkühler hole, denke ich mir, dann mache ich die Rohesser noch rein oder mache ich erst das Gold drauf auf den Rohesser. Das ist ein ganzes Gericht, die Google-Suche. Ja, und deswegen ist auch wichtig, kann man Käsekuchen einfrieren? Das nächste? Wieso ist das denn alles nur auf Essen bezogen? Ich sag, nur eingegeben, kann man. Was denn da los? So, jetzt wird's richtig haarig. Kann man während der Periode schwanger werden, wenn man nicht verhütet? Das ist schon wieder viel zu explizit, ey. Es gibt immer so ganz viele random Sachen, die du nicht zuordnen kannst, und nur so eins, was so nur eine Person jemals gegoogelt haben kann. Es ist verrückt. Kann man während der Periode schwanger werden, wenn man nicht verhütet? Ja, und wer beantwortet uns jetzt diese Frage? Ja, der Dr. Sommer. Ach so. Kann man Rostkastanien essen? Sag mal, ey. Und das letzte, kann man ein Handy orten? Wow. Also hauptsächliche Themen, ich gehe davon aus, dass es regional ist langsam. Also das kann ja nicht... Ich glaube auch, dass die irgendwie das WLAN von meiner Mutter irgendwie abgreifen. Nee, aber dann wäre noch sowas dabei, wie kann man... aus Holzplatten Dekoherzen schneiden oder so. Also da wäre schon mehr Dekorationsanteil auch in der Suche. Oder? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sie so viel... Die Sachen weiß sie auch alle. Dafür braucht sie nichts googeln. Ich würde sagen, du bist dran mit der Google-Suche. Ich bin dran und ich habe eingegeben, kann man Eltern... Oh. Wo wir gerade beim Thema waren. Als erstes kommt, kann man Elternzeit verlängern? Das ist natürlich... Ja, klar. Klar. Ja, klar. Kann man Elterngeldantrag ändern? Kann man Elternzeit ablehnen? Oh, gar kein Bock auf die Alte. Nee, gar kein Bock auf das Kleine. Wenn ich auf der Schaft bin, dann ist gerade richtig. Und ich gerade mal Ruhe. Kann man Elternzeit früher beenden? Kann man Elternzeit um 2 Monate verlängern? Kann man Elternzeit aufteilen? Kann man Elternzeit abbrechen? Kann man Elternzeit zusammennehmen? Kann man Elterngeld plus nachträglich beantragen? Kann man Elterngeld pfänden? Boah, das letzte geht wieder unter die Haut, aber letztendlich geht es immer... Die Familie bei, kann man ohne Boden. Letztendlich geht es immer darum, länger zu Hause zu bleiben oder mehr zu arbeiten. Nee, manches ist auch pro. Kann man Elternzeit zusammennehmen? Kann man Elternzeit verlängern? War ja das Erste. Tja. Also es geht, aber witzigerweise, wo ich nur geschrieben habe, kann man Eltern, geht es ausschließlich um Elterngeld und Elternzeit. Fast wieder ein Lichtblick. Dann Geld und Zeit ist das Wichtigste. Geld und Zeit. Also nicht Elternliebe, Eltern, kann man Eltern betreuen, kann man, weißt du, hätte ja auch irgendwas Soziales kommen können. Nee, es kommen nur Fragen zu
Muss-Regelung anstatt kann. Mehr Zeit wäre weniger Zeit auf Google verschwenden. Kann man weniger Zeit auf Google verschwenden? Und mehr Eicheln essen. Wow. Ganz wichtig. Dazu natürlich kann man Kinder. Das hat Michael wieder. Kann man Kinder? Kann man Kinder enterben, ist natürlich auch der Eins. Natürlich. Dann weißt du, hast du gerade deine Elternzeit genommen und plötzlich schießt es dir Siedenheiß durchs Hirn. Was ist, wenn der Ofen müpfig wird? Ich kann nichts trinken, wenn du sowas sagst. Ich muss nochmal zwischendurch abstellen, Zwischendurch. Ja. Und ganz wichtig, nachdem du enterbt hast, kann man Kinder anzeigen. Was? Ich habe das also wirklich mit wenn, das sind die ersten zwei Sachen zu kann man Kinder. Ja. Ich habe jetzt irgendwas gedacht wie, kann man Kinder abends auch mal ohne Abendbrot ins Bett schicken? Oder kann man Kinder gut mit erwachsenen Medikamenten versorgen? Nein, der Antwort ist nein. Kann man Kindergeld pfänden? Ist auch dann wow, da auf der 3. Wow, das ist schon auf der 3. Wirklich interessant ist, wenn kann man Eltern eingibt, ist alles so ich-bezogen. Natürlich, weil Kinder googeln ja nicht. Und wenn du eingibst, kann man Kinder, ja, ist alles so die. Das ist dann wieder im Außen. Das hat ja, wieder also nichts mit dir zu tun. Man kann rauslesen, dass aus diesem Eltern-Google, so aus der Eltern-Google-Suchanfrage, da haben Eltern gegoogelt. Und das haben auch Eltern gegoogelt über ihr Kind. Also sie beziehen sich ja auf das Kind. Das und bei dem anderen geht es ja, kann man Elternzeit, blablabla, das googelt ja keiner, der nichts mit Elternzeit zu tun hat. Kann man Kinder, wer das eingibt, der hat schon mehr so dieses Parasitenverhältnis zum Kind. Kann man es Kinder? Nicht, ja, aber nur mit diesen Antworten, oder? Ja, deswegen werden die ja angezeigt, weil sie ja besonders häufig oder relevant sind. Genau, das wundert mich. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass da auch ein paar nette Sachen dabei sind. Ja, ich denke, es wird noch besser. Kann man Kinderbetreuung von der Steuer absetzen? Ja, klar. Kann man Kinder vom Erbe ausschließen? Das waren jetzt die mit mehr Geld. Was ist denn da los? Kann man Kinder enterben? Das ist so, sage ich mal, so die Mittelschicht, wo es dann noch ein bisschen was zu erben gibt. Und kann man Kinder vom Erbe ausschließen? Da ist schon ein paar, da sind schon ein paar Häuser stehen da auf dem Spiel. Das kann man rauslesen. Da fragt man sich, ist der SL wirklich noch veräußerbar? Oh mein Gott. So, ganz wichtig unten drunter in Deutschland auch eine, glaube ich, eine wichtige Frage, weil wir sind da wirklich an einer harten Grenze zu. Kann man Kindern zu viel Liebe geben? Das ist eine Frage, die sich Deutsche tatsächlich nicht stellen müssen. Dafür müssen sie erstmal, da muss erstmal die Startlinie überlaufen werden von den meisten. Und damit meine ich nicht überfürsorglich alles mit Sakrotan einsprühen und dem Kind einen Helm auf dem Spielplatz anziehen. Das ist nicht meine Definition von Liebe. Nein. Okay, bitte weiter. Kann man Kinder wegen Mobbing anzeigen? In Deutschland wird viel gern über das Rechtssystem aufgeklärt. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Kommt doch irgendwas Schönes? Das ist ja wie die schlimmste Drama. Es wird eigentlich noch besser. Oh Gott. Kann man Kinderarzt wechseln? Ja, gut, okay. Ja. Kann man Kinder ins Grundbuch eintragen? Und jetzt kommt das Allerbeste. Ist das die Krönung? Ist das jetzt, das Letzte? Jetzt kommt das Beste. Kann man Kinder chippen? Was? Nee. Nein, das steht nicht da. Kann man Kinder chippen? Das steht da. Das hat... Oh mein Gott, ey, das sagt so viel über Deutschland aus. Das mache ich mein Profilbild irgendwo. Das ist alles. Es ist ja so schlimm. Ja, geht das jetzt oder nicht? Google mal. Google mal. Okay, du hast noch. Das war's. Das war's. Mein letztes ist: Kann man Tage? Das war natürlich vielleicht auch ein bisschen blöd. Mhm. Obwohl, es gibt... Kann man Tage verlängern? Kann man Tage verlängern? Ja, das natürlich verlängern. Das wird ja, schön. Kann man Tage bekommen, wenn man schwanger ist? Sowas ähnliches hatten wir vorhin schon mal. Kann man Tagetes essen? Was sind denn Tagetes? Oder spreche ich das gerade falsch aus? Noch nie. Tagetes. Tagetes. Wenn das jemand weiß von euch, gerne her damit. Kann man Tage verschnellern? Verschnellern, also nicht beschleunigen, so, sondern verschnellern. Damit der schnell vorbei ist? Oder? Ja. So, wenn man auf der Arbeit ist und es einem voll langweilig. Kann man Tage haben und schwanger sein? Kann man Tage stoppen? Das hat jemand gegoogelt. Das ist unter den Top
Google anfragen. Kann man Tageslinsen auch länger tragen? Ja, stimmt, deswegen heißen die Tageslinsen. Ja. Und nicht zwei Tageslinsen, ja, oder Wochenlinsen. Oder Monatslinsen. Genau, nee, da gibt es ja nicht extra Produkte für. Nee, ja, nimm ruhig die. Lass ruhig das harte Plastik in deinem, auf deinem empfindlichsten Organ drauf. Mach viel Spaß. Kann man Tage kommen und schwanger sein? Mein Gott, ey. Kann man Tageslinsen öfter tragen? Es scheint das okay also zu sein. Das ist da wird wie gespart. Kann ich dann cheaten, wenn ich vielleicht nochmal irgendwie, also könnten Sie mir kurz sagen, wenn ich das in einer gewissen Feuchtigkeitsflüssigkeit aufheben würde, also ich frage für einen Freund, könnte ich dann vielleicht, also er, ich meine sie, könnte die Person vielleicht das länger aufheben für einen späteren Zeitpunkt? Und wenn ich sie umdrehe? Ah, umdrehen, sehr gut. Ja. Finde ich auch sehr gut. Nee, umdrehen tut sau weh. Umdrehen tut sau weh, wenn du die falsch rum reinmachst, ist weh wie Sau. Kann man Tagescreme auch nachts benutzen? Nee, du stirbst dann, das ist keine Kannregelung. Du stirbst einfach direkt. Das ist eine Mussregelung. Das ist Nachtcreme, die man dir extra noch verkaufen kann. Ja. Ganz ist genau. Halt kein Q10 drin. Ja, genau. Kein Mensch weiß, was das ist. Die 10% IQ, die du dir dazu kaufst mit deiner Tagescreme. Draufschmierst. Kann man Tagessätze in Raten zahlen? Boah. Das ist also unter den Top 10 gesuchtesten Begriffen das letzte. Wow. Wow. Es muss regional sein. Ich kann dir nicht anders was sagen. Es muss regional sein. Ich habe eine Gänsehaut. Eine schöne oder eine schlechte Gänsehaut? Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Nächste Rubrik. Berufe, die ich niemals machen könnte. Tusch. Willst du anfangen? Nein. Hast du meins schon gesehen? Nein. Nee, du hast das doch von hierher getragen, mein Zettel. Ja, ich hab aber mal nicht glänzt. Guck mal hier, was ich hier für eine krasse Action am Start habe. Also mein Blatt hat irgendwie in den Stift, in die Farbe des Stifts ist Wasser getropft und es hat sich zu einem krassen Batikmuster auf dem Blatt verzogen. Wie ist das möglich? Wie ist das nun möglich? Galileo Mystery. Okay, also Beruf, den ich niemals machen könnte, Fitnesstrainer. Ich finde es schlimm, dass du so lachst. Also so viel Lachen hätte ich da... Ist eine Beleidigungssituation? Ich habe nur einen ganz schnellen Schluck aufgehabt. Ich habe gar nicht gelacht. Einen ganz schnellen Schluck auf? Ja, der ganz schnell eine ganz hohe Frequenz gehabt. Boah, ey. Mhm, danke. Okay, erster Punkt. Würde mir zwar gut tun, aber... Sehr schön. Ja. Zu viel Neonlicht, erster Punkt. Klar. Würde mir zwar gut tun, aber zu laute Musik. Ja. Würde mir zwar gut tun, aber zu viel Testosteron im Raum. Ja. Würde mir zwar gut tun, aber zu viel körperfixierte Menschen. Das waren meine Gründe. Nachvollziehbar? Vollkommen. Manche mehr, manche weniger. Was? Ich finde alles sehr nachvollziehbar. Als hätte ich selbst aufgeschrieben. Fitnesstrainer. Wie sieht's mit euch aus? Jemand Bock auf Fitnesstrainer? Wenn ja, gib mir pro Argumente. Vielleicht schule ich doch nochmal um. Ja. Du bist dran. Ich glaube. Ja. Ich glaube, das kann auch so ein Beruf sein. Der ist so cool wie Bademeister. Bist du auch der König, sitzt da oben drauf, hast dann meistens so eine rote Badehose an. Aber jetzt mal ernsthaft. Bademeister finden nur die Bademeister selber, dass sie die coolen sind im Raum, so im Nichtraum. Im Bad, im Schwimmbad. Also als Kind... Also ich, du fandst am... Ja. Vielleicht hattet ihr auch coolere Bademeister. Also unsere Bademeister waren halt alle 55 plus. Ja. Alle grauhaarig. Ja. Und alle eine saubraune, also schon fast nicht mehr normalbraune, sondern so eine komische, ledrige Bräune. Ja. Mit einer überdimensionalen Plauze. Ja. Und extrem kastanienmännchenartigen, stichsigen Beinen. Ja, wie bei uns. Wann kommt der Punkt, der uncool ist?
Ich verstehe das nicht. Ja, vielleicht sind Männerträume aus anderen Materialien gemacht als Frauenträume. Geschnitzt. Gierchen. Männerträume sind prinzipiell geschnitzt. Ja, die waren auf jeden Fall aus sehr dunklem Holz geschnitzt. Das kann ich dir sagen, diese Bademeister. Diese Kastanienbademeister. Ja. Witzig war, wenn du irgendwann fast die Badehose nicht mehr gesehen hast. Weil hinten war so wenig Po, dass es nur noch fast wie so ein String, das verdeckt war. So ganz klein. Und vorne hing ja komplett der Bauch drüber. Ja, das heißt, du hast manchmal gedacht, ist der nackt? Oder? Du hast diesen Bademeistern immer angesehen, dass sie mal eine große Zeit hatten. Da war mal viel Brustmuskel. Das hast du gesehen. Und da war auch viel Haupthaar mal da gewesen. Und unter dieser Sonnenbrille, diese Augen haben auch mal andere Tage gesehen. Ja? Ja, das war... Wie willst du das überhaupt sehen? Ich habe die Augen von einem Bademeister noch nie gesehen. Die haben immer Sonnenbrillen an. Ja, an der Seite so. Versucht reinzuschauen. Da hast du schon gemerkt, der alte Mann und das Planschbecken. Das war... Ja. Vielleicht habe ich auch nur zu viel in die Reihen interpretiert. Ich glaube auch, du hast währenddessen wahrscheinlich Baywatch geguckt und das so miteinander vermischt. Das war auch die Zeit. Das war dieselbe Zeit, oder? Und die hatten auch immer rote Badehosen an. Der liest schon auf Kabel 1. Wie alle guten Sachen. Wie heute auf D-Max. D-Max, die Sendung, in der alles einfach nur dramatischer erzählt wird. Genau. Go for it. Okay, Berufe, die ich niemals machen könnte. Tusch. Ah, verdammt. Super Timing. Super Timing. Was wie zwei ganz schlechte Synchronschwimmerinnen. Und... Ein Bein raus, zwei Sekunden später, ein Bein raus. Also, ey, ist eigentlich, was wir machen, ist ein bisschen gut. Die andere ist abgesoffen, weil die noch nicht mal schwimmen kann. Das sind ja die schlechtesten Synchronschwimmer. Die eine ist voll ambitioniert und ist ins Becken gegangen, hat noch diese Haltung von so einer krass trainierten Sportlerin und die andere so, ja, okay, ich versuch's. Ich habe zweimal mitgemacht, jetzt bin ich jetzt gleich, jetzt passiert's. Und erster Move, wo die Beine außerhalb vom Wasser sein müssen, die eine abgesoffen, die andere allein an der Form und die Beine. Okay. Aber auch nicht besonders gut. Nee, aber ambitioniert. Ambitioniert. Ambitioniert auch mein Beruf. Ich könnte niemals sein Berufe, die ich nicht machen kann, finde. Ich merke, das Druck und Öl ist viel zu groß. Meine Kreativität kommt an meine Grenzen. Die letzten Male mussten wir ausfallen lassen, weil ich nicht abliefern konnte. Ist was ich erst gemerkt habe, dadurch, dass ich es gemacht habe, dass ich es nicht wirklich gut kann. Vielleicht sollten wir sowas machen wie Berufe googeln. Beim nächsten Mal gehst du einfach mal hin und googelst Berufe. Und dann fällt dir, während du drauf schaust, der auf, kann ich oder kann ich nicht, denke ich. Das kommt ja auch nicht mehr originär dann aus dem Ehr. Das ist ja. Ich finde das nicht schlimm. Ich werde das demnächst auch so machen. Weil ich glaube, die Rubrik ist nicht unbeliebt. Ja, ja. Und ich glaube, erst wenn man an den Beruf denkt, stellt man fest, nee, kann ich nicht. Oder? Ich habe immer den Eindruck, dass oftmals ist es andersrum, dass viele Leute glauben, sie könnten den Beruf von anderen ausüben. Denke ich im Alltag auch manchmal. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, denke ich mir so, nee, also den Teil davon nicht. Auf jeden Fall nicht. Ganz oft könnte ich ihn niemals machen. Ja, stell mal vor, wir beide auf so einer Baustelle, wo wir so Presslufthammer bedienen müssen oder so. Und dann alle beide abwechselnd, ich hätte wieder eine Migräne. Ja, ich gehe mal nochmal mich irgendwo hinlegen. Also, Alter, wir sind hier draußen im Regen. Du kannst dich nirgendwo hinlegen. Ich lege mich kurz oben in den Bagger rein. Ich mache mir ein bisschen Entspannungsmusik an. Ist das okay für euch Jungs? Alle so, die schon wieder, das ist Woche 1, ey. Die Straße muss fertig werden. Ja. Planzahlen. So. Ey, das war's schon wieder. Ja, es war halt eine rein rubrikeninformative. Ja. Also es gab eigentlich nur Rubriken. Die ganze Folge besteht aus Rubrik. 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 Sag mal, es war schon mal Rubrik hintereinander. Dann hat man Ruby's Cube fertig. Klingt wie Knabbern. Klingt wie Arabisch. Klingt Arabisch? Stimmt es. Wenn du jetzt noch ein Sandkorn hinten im Hals hättest. Okay, wir fangen rassistisch an und hören rassistisch auf. Das ist euer Lieblingspodcast, das ist der liberalste Podcast Deutschlands. Bye bye. Bye bye.